Mein Süßer, was ist denn jetzt? Jetzt brauchst du was zum Essen. Jetzt muss ich erst mal der Katze was zum Essen geben. Oh, leck mich. So gut, dann schauen wir mal, ob es die Karre umeinander haut. Natürlich noch Klammer, ne? Da kommst du natürlich mit dem 14er Schlüssel, der 14er Ratsch nicht rein. Also jetzt wird es halt doch ein Werbevideo. Ich habe hier die Gloria, die ganz kleine, die Formiklin 100 und hier den Omniform von Provin. Habe jeweils einen halben Liter rein. Shiny Garage, Mischverhältnis 1 Liter auf 1 Liter 15 Milliliter Shiny Garage. Den Kompressor, wie gesagt, aufgeladen. Bei der Gloria habe ich jetzt den blauen Einsatz neu. So, und dasselbe probieren wir jetzt einmal mit der Provin. Habe jetzt den Filter rein mit dem kleinsten Filtereinsatz. Selbes Mischungsverhältnis. Okay. Und jetzt habe ich mal in die Gloria den nächstgrößeren Schaumeinsatz rein. Und dann wechseln. Und dann schauen wir mal, wie der sprüht bei. Macht genauso, ne? Am Anfang viel und dann wenig. Dann kommt der raus wie Rasierschaum. Omniform von Provin mit dem nächstgrößeren mit schwarzen Einsatz. So, nachdem sich die Gloria mehr zum Rasieren als zum Autoeinschäumer eignet, habe ich die jetzt einmal mit klarem Wasser gefüllt. Ein wenig Restschaum ist noch drin. Und dann schauen wir mal, ob die vielleicht zum Klarspülen für unterwegs, wenn man das Auto, wenn man das Fahrrad am Auto hat. Okay. So, also dasselbe mit Wasser klarspülen. Kann man mit der Provin-Flasche auch machen. Die kann man umbauen, dass die keinen Schaum erzeugt. Das habe ich jetzt einmal gemacht, habe die mit 1,5 Liter Wasser gefüllt und dann schauen wir mal. Ne? Also wenn irgendeiner eine Idee hat, wenn man kurz sprüht, sprüht er ja breit. Und wenn man länger drauf bleibt, dann kommt einfach bloß wieder so ein Ding raus. Und da noch eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar drüber.